Hallo, ich bin, wie man feststellt, in der Küche. Was kann das also heißen? Wahrscheinlich esse ich jetzt was. Jetzt mache ich was ganz Wagemutiges, nämlich ich werde probieren. Diese Dinge hier. Tillmanns Toasty. Don't call it Schnitzel, wie wir alle wissen. Keine Schnitzel, aber für den Toaster. Hier, Toaster. Man benutzt einen sauberen Toaster. Und ich glaube, also ich habe schon lange keine mehr gegessen. Und ich meine, damals haben wir es zubereitet in einer Pfanne, was auch geht. Hier gibt es nicht drei Möglichkeiten laut Abbildung. Hier. Toaster, Ofen, Pfanne. Ich werde es aber todesmutig mit einem Toaster probieren und hoffen, dass ich das hinkriege. Könnte spannend werden. Ich werde auch nicht alle vier essen, sondern bloß zwei, weil ich heute schon was hatte. Deswegen wird sich die Gefahr hoffentlich in Grenzen halten. Vor allem der Toaster hat auch nur zwei Schlitze. Also probieren wir das doch einfach. Der erste Schritt. Was ist denn in der Packung? Ja, ohne jetzt alles auseinanderzureißen im Idealfall. Ein Toasti, noch ein Toasti. Die anderen kommen wieder in Gefrierfach. Das mache ich auch gleich dann. So lange werden sie es hoffentlich schon schaffen. So, Zubereitung, das soll ja ganz einfach sein. Und weil das so spannend ist, mache ich einen Kunstkniff. Ich habe hier einen Keil, damit meine Kamera fixiert werden kann. Und ihr seht hier schon im Hintergrund ein Toaster. Moment, Toaster, Toaster, jetzt ein Toaster. Gut, deswegen werde ich jetzt hier den Stuhl wegrücken, damit ihr mir zuschauen könnt, wie ich hier hoffentlich erfolgreich zwei Toasties toasten werde. Also, probieren wir es. Angeblich einfach höchste Stufe und dann nach unten drücken. Schauen wir doch mal. Also, Toaster, höchste Stufe, naja. Aber nicht ganz höchste Stufe. Ich habe hier unser alter so vorsichtig anschalten, gefroren, heizen. Na, probieren wir halt mal heizen, wenn es zu viel wird, werde ich schon merken. Hinterher. Achso, das sind übrigens Hähnchenbrustfilet-Toasties. So, Nummer 1 hingesteckt. Ich bin nicht so sicher, ob das so gut läuft. Gefährlich, gefährlich, aber. Wenn alles schief geht, wird es ein Extrem statt ein Social Eating. So, also, dann drücken wir jetzt doch mal runter und fragen uns. So, Toasties an. Ich schalte mal hier diese Stufe ein und hoffe das Beste. Irgendwann macht es jetzt dann plopp und sie kommen raus. Ich mache mir daran, ich rolle so lange die Dinger hier weg in die Gefrierfachecke. Weggeräumt, dann mache ich meine Milch, weil die Milch gehört dazu. Das ging schnell. Würde sagen, die fühlen sich noch nicht so wirklich. Nee, die sind noch nicht durch. Ich mache also offensichtlich was richtig falsch und blamier mich hier gerade ein bisschen. Aber gut, hier gibt es auch Gefrierstufe. Dann probieren wir es halt nochmal. Sie sollen ja auch heiß sein zum Rausnehmen. Bitte schön irgendeine Zange nehmen, damit sich die Finger nicht verbrennen. Wie man gerade gesehen hat, ich habe sie so angefasst und meine Finger sind noch da. Also war es wohl noch nicht so ganz zu viel. Toaster läuft. Es riecht auf jeden Fall solide. Naja, irgendeine Soße wäre vielleicht noch geil so doof zum Verfeinern des reinen Hähnchen, Hühnchen, Geflügelgeschmacks. So, Milch. Milch. Stehe ich hier schön in die Kamera, damit man es auch ein bisschen sieht. Okay. Das wirkt jetzt schon eher, als ob es funktioniert. Hätte ich vielleicht gleich mal gucken können, weil hier ist ein, seht ihr hier nicht natürlich, eine Schneeflocke drauf. Was dann heißt, für gefroren, schätze ich einfach mal. Anleitung eigentlich nicht mehr gefunden. Und ich esse normal ist auch nie was Getoastetes, deswegen macht ja auch nichts. Okay, so, das weg. Messer und Gabel, kann ja nie schaden. Auch für den Toasti nicht.
So. Da habe ich schon Soße, wenn ich die. Theoretisch wäre als Beilage auch ein Toast vielleicht eine Idee gewesen, aber ja, mir egal, das wäre uncool. So, ich habe hier eine Steaksoße vielleicht, wer weiß schon, eine Knoblauchsoße, das wird schon passen und wenn nicht, dann halt nicht. So, eigentlich passen Soßen zu fast aller Art von Fleisch für mein Empfinden, ich bin ja auch ein Kulturbanause beim Essen, solange es mir schmeckt, ist gut. Das muss jetzt nicht in irgendeiner Form anspruchsvoll sein. Hauptsache, ich mag es und ich werde sehen, ob ich es mag. Und jetzt sind mal, das dauert jetzt ganz schön lang. Und es brutzelt ein bisschen. Brutzeln klingt eigentlich bei fleischhaltigen Sachen nicht so ganz schlecht. Ich mag auch ganz gerne, theoretisch, im schlimmsten Fall lieber ein bisschen zu durch, als ein bisschen zu roh. Also, werden wir sehen. Ja. Gut. Mal gucken, ob ich hier ein Kneifmittel finde, mit dem ich es rausziehen kann. Weil normalerweise kommt es ja raus. Die Toasts sind ja nie so heiß, dass man sie so nicht nehmen kann. Haben wir wohl gerade verräumt. Naja, ich werde es schon rauskriegen. Vorher einfach den Strom ziehen, damit nichts schief geht. Cool ist ja, wenn ich einen Strom im Kurzschluss erzeuge und nicht selber umfalle. Das iPad läuft ja trotzdem weiter. So, jetzt könnte es mal langsam rauskommen hier wieder durch. Hier gibt es auch auf diesem fantastischen Toaster keine Zeiteinstellung, weil ich habe auch schon andere Sachen gesehen, 3 Minuten bei höchster Stufe toasten. Ja, ich habe hier keine Zeiteinstellung. Außer das ist eine Zeiteinstellung. Oh, ich habe den Wagen verdacht, das war jetzt ein bisschen zu viel. Also sicherheitshalber stecke ich den Strom ab, damit nichts schief gehen kann. In der Hinsicht werde ich jetzt mit einer Gabel, die etwas heiß gewordenen Toasties. Also ich habe den Eindruck, ups, hier, man sieht sie hoffentlich ein bisschen. Tendenziell habe ich fast den Eindruck, die könnten ein bisschen zu durch sein. Naja, wobei, wann ist ein Toast die zu durch? Ich habe jetzt momentan keinen Vergleichswert. Erst beim nächsten Mal an. So, jetzt werde ich also zur Tat schreiten und dann zur besseren Kamerafixierung. So, gucken wir mal. Also handwarm sind sie, wie man sieht. Ich würde sagen, es ist warm. Vielleicht ein bisschen dürr, aber vielleicht ist es auch so beim Toast. Wie gesagt, ich habe schon sehr lange keins mehr gegessen. Deswegen kann ich nicht zwingend sagen, ist es so korrekt oder nicht. Und ich spiegel mich wieder super im Licht des iPads. Immer gut. Hier, ganz toll. Aber ich habe keine Lust auf Kontaktlinsen, deswegen ein paar Videos. Also gut. Das ist also ein Geflügel. Ein Hähnchenbrustfilet. Schmeckt schon irgendwie ein bisschen nach Geflügel. Ich muss das hier echt mal. Spiegel ich mir immer noch? Ja, kann ich das gar nicht so. Fast. Irgendwann kriege ich das auch noch mal besser. Ich könnte natürlich den Bildschirm abdecken, aber das ist. Nee, das sieht man auch nicht. So. Muss ich halt ein bisschen so nach unten essen. Kriegen wir hin. Oder die Brille. Oder ohne Brille, aber dann sehe ich nichts mehr. Ist egal. Tu mal die Brille weg. Ich muss ja bloß das Essen finden. Schaffe ich schon halbwegs? Gut.
Also, na gut. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wieso man einen Toast, den normalerweise essen sollte. Natürlich hätte ich es jetzt auch noch in Streifen schneiden können und einen Salat dazu, aber Salat. Aber gut, ich nehme jetzt mal noch ein bisschen Knoblauch-Orientalsoße. Tunke das dann ganz stilvoll ein. Tunk, 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 tunk. Ah, das Licht war gleich. Und probier mal, wie es jetzt schmeckt. Hier, Soße. Ja. Nicht die dümmste Idee, muss ich sagen, die ich hatte bisher. Also ich hätte wahrscheinlich jetzt schon alle vier essen können, aber muss auch nicht sein. Fällt mir auf, dass ich mich beeilen sollte, es wird nämlich fast schon ein bisschen kühler wieder. Also geschmackstechnisch finde ich das jetzt, wie soll ich sagen, okay. In keinster Weise herausragend, aber auch nicht stören. Achso, mein Toast, die kam natürlich aus dem Gefrierfach. Man kann sie auch im Kühlschrank aufbewahren, sondern das aber dann relativ bald essen. Also 1 oder 2 Wochen. Gefroren hält es länger. Hier, jetzt nehme ich noch mal eine Steaksoße für das zweite. Hoppla, war ein bisschen viel. Ja, also definitiv hätte ich vielleicht noch ein bisschen länger, ne, länger toasten, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen durch geworden, aber es hält seine Temperatur nicht sehr lange. Da muss man aufpassen. Also, Messer und Gabel, die man jetzt dann doch sparen können. Wie auch immer, also, oh, diese Steaksoße ist eher würzig, fällt mir auf. Also, es ist schon, wobei natürlich Hähnchen und Steaksoße, aber kann man essen. Oh, meine Haarpracht ist wunderbar. Moment. Ja, also, wie auch immer, ich kann sagen, diese Variante von Toasti ist essbar. Es gibt ja noch mit Schinken und ich habe festgestellt, eine Barbecue-Variante. Die gibt es aber in Mehring nicht, wieder mal. Die muss ich mal mit irgendwo kaufen, wenn ich meine Gefriertruhe oder Gefriertasche dabei habe. Und dann kann ich ja vielleicht auch mal die anderen Zubereitungswege versuchen, also im Ofen oder in der Pfanne. Da ist man ja auch ein bisschen flexibler in der Handhabung. Im Gegensatz zum Toaster. Aber das heißt halt Toasty. Ich meine. Gut. Das fettet übrigens auch überraschend wenig, würde ich schon sagen. Aber das habe ich schon Fettfinger. Hier sieht man natürlich nicht wirklich. Aber ja. Mit einer Beilage wäre es vielleicht auch ein bisschen spannender, aber ich wollte ja hier ein fokussiertes Video machen. Was mir natürlich offensichtlich vorne und hinten nicht gelingt, aber egal. Ich muss sagen, es verliert zwar relativ schnell seine, oh mein Gott, immer diese Helligkeitsdinger, relativ schnell seine absolute Hitze, Temperatur, aber dann hält sich es relativ lang, man sieht ja, wie lange ich jetzt hier schon rummampf, eine solide Wärme. Also es wird jetzt, ist immer noch nicht so ganz kalt. Da tue ich mir bei Pizzas in Pizzerien immer sehr schwer. Die werden nicht sehr schnell sehr kalt. Und das ist echt ärgerlich. Finde ich. So. Also. Den gängigen Preis einer Toastie-Packung habe ich jetzt vergessen. Ich glaube, es waren 3 Euro für 4 Scheiben oder manchmal auch 5, je nachdem, ob gerade eine Promotion läuft oder nicht. Das finde ich auch ein bisschen undurchschaubar. Aber dafür kriegt man halt
ein paniertes Fleisch, komprimiertes, fleischartiges Nicht-Schnitzel, weil Don't Call It Schnitzel, wie es ja so schön heißt. Und ich kann sagen, ja, eigentlich fand ich es schon ganz gut. Also ich von den diverse der Mikrowellenburger, die ich probiert habe, würde ich eher als muss man nicht nochmal unbedingt haben definieren. Und ein Toasti, schiebe jetzt mal in die Kategorie, kann man schon nochmal essen. Muss ich eh, ich habe ja noch zwei Scheiben übrig. Und ich bin mal gespannt, wie die anderen Dinger noch so sind. Die anderen Sorten, wenn ich mal über kurz oder lang dazukommen sollte. Ich probiere es vielleicht auch nochmal anders zu toasten oder zu brutzeln oder zu Ofen, Grillen, Backen, wie auch immer. Egal. Gut, jedenfalls, das war ein neues Social Eating mit mir. Jetzt setze ich mal auf die Brille wieder auf, übrigens, damit ich sehe, wo ich hindrücke, vernünftig. So, scheiß Spiegelung, echt. Aber ich habe halt keine Kontaktlinsen und ich bin auch nicht so scharf unbedingt drauf, aber da werden wir mit klarkommen, deswegen bis zum nächsten fantastischen Video, wo ich wieder irgendwas tun werde oder reden werde, eins von beiden. Bis dann. Tschüss.